Ja, servus Leute bei der gepflegten Automatenunterhaltung hier auf meinem Kanal von Glasperson. Wir haben hier einen riesengroßen Automaten mit 12 Reihen seitlich. Richtig, richtig crazy. Wenn wir mal hier zählen. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Oh, 14. Ich habe mich sogar verzählt. 14 Reihen seitlich. Also das ist ja mal richtig, richtig krank. 14 Reihen seitlich. Ein Monsterding. Und ja, der hat so einiges hier zu bieten. Abgesehen von einer richtig schlecht aufgebrachten Folie, die, wie ihr hier seht, überall Blasen hat. Das ist natürlich schade, aber ich gehe mal davon aus, dass so ein UV-Schutzfolie, dass da ein bisschen die Sonne das Ganze nicht so trüb macht. Wir haben hier ein kleines Touchscreen, Kartenlesergerät hier oben mit Englisch und spanischer Übersetzung. PayPal, Apple Pay, Samsung Pay, Visa und Mastercard nimmt es an. Aki heißt Seitenleser und Einschieber, aber ich erkenne jetzt nicht, von welcher Firma das ist. Dann haben wir Scheinleser, 5 und 10 Euro Scheine, wahrscheinlich weil die 20er zu viel Münzen fressen. Hier ein schönes Display, wo nochmal alles dran steht, 1.9. und so weiter. Da kannst du die Sprache auswählen und so weiter. Und dann natürlich noch einen schönen Münzeinwurf. Ich glaube, da hat jemand seine Werbung drauf gehauen, eine Telefonnummer zum Anrufen. Und wie das Ganze halt funktioniert. Was ich nice finde, ist, schaut mal hier, wenn ihr die Zahlen anschaut, dann steht hier zum Beispiel 20, 20, 20, viermal, dann 25, 25, 25, 25, viermal, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 6-mal. Das heißt, die haben zwar diese Zahlenkombis hier stehen und jetzt ist nur Wasser aufgefüllt, aber eigentlich könnte man da zum Beispiel auch 4 Cola, 4 Fanta und so weiter machen und man hätte automatisch ein anderes Produkt drinnen, was jetzt halt alles einfach als Wasser durchgeht. Der Automat steht hier draußen am Flughafen, deswegen macht es Sinn, so ein Riesenteil hinzuhalten. Von außen richtig nice gemacht, oben ein bisschen Kartenzahlung akzeptiert, der Name von der Firma, großes Werbeding, was jetzt aber nicht drinnen ist. Ne? Es sind keine Schokoriegel und kein Brot drinnen, soweit ich das richtig gesehen habe. Oder ich habe es falsch gesehen. Ja, da ist das Brot und da sind die Schokoriegel. Ich habe ihn mir noch nicht ganz so genau angeschaut. Aber müsst ihr mal aufpassen, hier hinten dran. Da ist ja hier Stromanschluss, ne? Da war irgendjemand witzig, hat einfach Stecker rausgezogen. Das meine ich. Das ist einfach gefährlich, ja? Da bringt dir der ganze Sicherheitsschutz nichts, wenn irgendein Spaßvogel das Kabel rauszieht. Vielleicht soll es so sein, weiß ich nicht was, aber finde ich nicht so cool. Und dann haben sie halt hier so eine schöne Holzverkleidung drum gemacht. Ein bisschen aus ästhetischen Gründen vielleicht, dass da niemand dagegen haut oder so. Und oben so eine schöne, ja, so eine Besenleiste. Und ja, dass der halt ein bisschen mehr geschützt ist vor Vandalismus und irgendwelchen Quatsch. Weil ich glaube, so eine Holzfassade, die wird ja nur foliert und dann hingestellt und fertig. Und dann ist nur die Front, die dreckig wird und kaputt geht. Ja, dann haben wir hier einen Fahrstuhl, das Ganze natürlich. Wenn wir jetzt mal reinklappen, können wir zwar reingehen, aber wir kommen innen drin nicht rein. Aber mir gefällt das nicht. Ich finde, das ist eine Sache. Schau mal hier. Meanwending. Da müssen wir hin. Meanwending MM. Die haben diese 14-teiligen, Alter. Wenn du einen richtig guten Spot holst, dann holst du dir so einen Automaten. Mit 14 seitlichen Fächern. Richtig, richtig crazy. Dann haben die noch solche Schubsachen, damit die Sachen nicht umfallen. Haben wir hier bei dem 57 kleine Halterungen, dass die, was sind das, Mentos nicht rausfallen. Spiegelt gerade unheimlich, man sieht fast gar nichts. Ja, ansonsten halt Kaffee und so weiter, kann man schon machen. Abonniert auf jeden Fall den Kanal für noch mehr Videos. Ich finde den Automaten ziemlich nice, aber die Folie gefällt mir halt gar nicht. Würde ich abreißen und sofort neu machen. Das geht ja gar nicht. Naja, abonniert für noch mehr Videos von diesen schönen Automaten. Ciao und tschüss.